Ich finde es jetzt echt schade, dass die zum 8. Geburtstag nichts Sinnvolles gemacht haben, anstatt Ja, so Feiertagspaket. wir haben jetzt hier ein Feiertagspaket bekommen, das erhöht unsere Erfahrung einfach mal Was? um. Ah ja, und es gibt einen Wappenrock, so einen Spaß-Wappenrock. Wo denn? Ich habe den Ding gar nicht bekommen. Na, sobald du, Ich das habe hast den du, Briefkasten. Ach Briefkasten. so. Das ist aber nur, das ist kein echter Wappenrock, sobald du den Buff aktivierst, hast du halt so einen World of Warcraft Wappenrock an. So, Ach also den. gut. Fiddle ist jetzt DD und Vayrin ist jetzt Tank und hat auch die richtige Präsenz an. Bitte macht jetzt einen auf Morg-Dingens da. Ja, nur nicht, Eigentlich dass will wir da ich jetzt reinrennen und schon LTF wieder wipen. Das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen nur. Eigentlich will peinlich. ich LTF nur beweisen, wer hier der Damage Master ist beim Endboss, ne? Das glaube ich eher nicht. Was soll ich machen? Bin nicht so vorlaut. Das glaube ich trotzdem nicht. Bin ich voll paranormal. Ich könnt ihr den nicht mal kloppen für mich? Danke. Ich hasse es, beim Kasten unterbrechen zu werden. Unterbrechen zu werden. Ja, ich breche mir auch gleich einen ab. Mein Deutsch ist zum Brechen. Was denn? Ah, gut, wir haben. Nee, weit ist es ja nicht mehr. Und im Übrigen, ich wollte eigentlich alle Inis diese Woche aufnehmen, aber irgendwie habe ich das dann doch nicht gemacht. Das ist mein Tapferkeitscap nämlich gleich voll. Also nicht nach dieser Ini, sondern nach der nächsten. Also Razzelex ist gleich Moose. Was kommt davon, wenn Ich man bin nur ja weiter. auch gestunt. Wie hoch ist das Tapferkeitscap? 1000. Ah, Pro okay. Woche. Und 3000 maximal. Mal Ich eben weiß gar gucken, nicht wie mehr, was viel ich ich mit habe. meinen Punkten kaufen soll. Ich habe alles. Und wenn man seine Punkte voll hat mit einem Charakter, kriegen die anderen halt, glaube ich, einen 50% Buff, glaube ich. Ja. Oh, der Trash ist Es ist ganz, mies. das ist wirklich cool, wenn man twinkt, aber aktuell habe ich wirklich nur mein Reisbecher, um das ich mich kümmere. Und alles andere ist mir eigentlich relativ Latte im Moment. Man Meine. müsste eh die Dailies machen, um sich Sachen für Tapferkeitspunkte holen zu können. Ja, das Deswegen. stimmt, aber irgendwo hatte ich mal gelesen, dass sie es das auch ändern wollen. Das heißt, wenn man bei einer Fraktion ehrfürchtig ist, dass dann Twinks schneller auf respektvoll kommen sollen zumindest. Dass es dann das ganz schnell geht. Aber habe ich nur mal gelesen, ob das stimmt, weiß ich nun nicht. Ich muss auch mal das Himmelsrennen aufzeichnen, wie ich da Platz 1 belege. Ich weiß gar nicht, was heute so schwer ist. Also jedes Mal, wenn ich nicht gewinne, breche ich die Quest ab und mache sie einfach neu. So, da hinten haben wir jetzt schon den letzten Boss, wenn ich mal V ausmache. Und dann Kögler. Ich finde es ganz nett, dass sie die Geschichte von World of Warcraft weiterentwickeln. Weil anfangs war es so, dass die Scharlachrote Kathedrale so der Hauptsitz des Scharlachroten Kreuzzuges war. Also alles, was gegen die Die Geißel. Untoten läuft. Also alles, was Geißel ist. Und später auch alles Menschliche. Und jetzt steht da halt jemand und sagt, ja, der Scharlachrote Kreuzzug hat versagt und die sind alle verloren. Und wir müssen alle Zeugnisse dieser Schande vernichten. Und ich sag's ja toll, aber die neuen Spieler von heute, die kriegen davon ja überhaupt nichts mit. Also irgendwie, irgendeiner macht da noch ein Schild. Da, scheiße, da war er. Und bam. Weg Kann mit man dem das Schild. kicken? Nee, Ja, oder? klar kann man Doch. das kicken. Ah, okay. Ich hab den Nice. jetzt mal im Target. Nichts raus, da einfach kicken. Na klar, das ist der Schurke, der treten kann. Der sagt natürlich raus da, anstatt mal zu kicken. So, und bam, unterbrochen. Das war irgendwie tödlich für ihn. Gefällt mir. Zu Kögler gibt es eigentlich nicht Oh. viel zu sagen. Wir bolzen jetzt wieder mit HT um. Achso, der Heiler hat mal Probleme. Jetzt kommt Ultra Damage. Nix Ultra Damage hier. Dumm, dumm. Dumm, dumm macht Damage. Dumm, dumm, gibt mir Gum, Gum. So, ist ja noch mal einmal den hier. Den hier und das machen wir mal richtig scheiße machen. Schade noch. Ich soll den reinigen? Nix da. Feuersalve unterbrechen. Nö, mach ich auch nicht. Eisbällchen führt im Schaden. 100 km DPS. Ich warte auf deinen Schaden, Viertel. Komme, ich komme. 80 km Fiddle. Ach, scheiße. Ja, okay, du hast gewonnen. Die Runde geht an Oh dich. nein, da ist ein Drachen oder dem. Jeder für sich. Ich stelle einfach meinen Anti. Scheiße, doch. Konnte ich's? Nee, ich konnte es nicht stellen. Nein, er hat mich geblendet. Die Curse aus doch mal jemand. Ja. Ich dachte, ich könnte meinen Anti-Stolper-Totem stellen, aber kann ich gar nicht, wenn ich blind bin. Scheiße, ich finde den Boden, ich bin zu blind. Bist du im Raid eigentlich auch erster im Damage? Nee, im Raid, Geh runter. da war ich nicht Erster. Aber da habe ich Wie, mich auch sehr warum? stark auf den Raid selbst konzentriert, sage ich einfach mal als Ja. Ausrede.
Oh, das war unser erster. Das war doch Zeit, dass wir mal ein bisschen was umsetzen. Zack. Und Aber wir wollen mal keine Namen nennen, LTF, aber das ist auch die Ausrede vom besten Mage ever. Ich musste erklären, ich kann keinen Schaden machen. ich musste erklären, nein, der Boss. Der mit X anfängt und mit S aufhört. Oh. Ja, es passt schon. Aber bei dem Boss, nur für die, die es jetzt nicht gesehen haben, ihr weicht einfach der Flammenwelle aus und er brecht ihn hier und da mal reinigen, fertig. Also selbst mit Gammel-Equip sind die nicht besonders schwer. Ich werde mal gucken, dass wir euch vielleicht auch mal einen Herausforderungsmodus zeigen, um euch zu zeigen, dass wir es auch so können. Aber ansonsten, das waren die Schalachroten Hallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Inni. Ihr könnt ruhig Tschüss sagen. Tschüss. Hallo.